Oder ist das jetzt wieder sowas, was wir schon hatten? So von wegen, nähern wir uns dem Ende der Karte. Ja, Moment, was war das jetzt? Ein Wolfshund? Das sind wieder Hunde. Böse Hunde. Wildhunde. Mistviecher, ey. Das ist so unglaublich. Da haben wir wieder ein Beil, was wir nicht brauchen. Rohes Fleisch. Oh, rohes Fleisch ist immer gut. Nehme ich immer sehr gerne an. Hundeteig. Da haben wir ein hässliches Hunderudel platt gemacht. Was ist da hinten? Ach, noch ein Hund. Aber die können ja wirklich gar nichts, die Viecher. So, dann haben wir hier noch einen. Hallo. Einfach drauf zulaufen und hier, guck. So kann's gehen mit euch. So, und jetzt haben wir hier noch irgendwo einen Hund, ne? Genau, dann haben wir das soweit schon mal abgeschlossen und können weiter. Jetzt sind wir hier aber definitiv auch wieder auf dem Schlachtfeld, wo wir den Bruder gefunden haben. Das heißt, wir waren hier doch schon mal, aber wir sind wahrscheinlich hier von der anderen Seite gekommen. Und nicht über diese komische Flüsterbrücke oder was das da war. Was ist das denn? Achso, wieder so ein rostiges Schwert. Oh, haben wir das hier schon? Nö, haben wir nicht. Was ein Zufall. Manuskript Abedo. Nützliches, aha. Und Jägerhandschuhe. Ja, wir haben auf jeden Fall wieder einiges an Manuskripten gefunden. Das ist nur eine Matratze. Ich habe gedacht, das wäre auch sonst noch irgendwas, was wir gebrauchen können. Wie sieht denn eigentlich mittlerweile... Ne, wir sind immer noch kahl geschoren. Hasen! Ich weiß, das macht man nicht, aber ich wollte noch mal rohes Fleisch von dem Hasen mitnehmen. Warte mal, was war das da für ein Busch? Kennen wir den schon? Ja, kennen wir. Nee, schon wieder ein Monsternest. Wie viele Monsternester gibt es denn hier? Okay, dann holen wir uns hier das nächste Monsternest mal ran. Ein Ghoulnest. Ich muss es zerstören. Oh, diesmal sogar ein Ghoulnest. Aua, hat er mich doch mal erwischt. Mann. Oh, die haben aber diesmal ordentlich Schaden gemacht. Wieso haben... Ghoulnest. Ich muss es zerstören. Wieso haben die denn jetzt so viel Schaden verursacht und wieso... Ist ja gerade wieder gestiegen, die Lebensenergie? Oder war das jetzt eine optische Täuschung? Weil irgendwie sah das aus, als ob ich wieder mehr dazu gekriegt habe. Monsterknochen und Giftextrakt. Okay. Ein Ghoulnest. Ja, ist ja gut. Ich muss es zerstören. Wie er das immer sagt. Wie er das einfach immer wieder sagt. So, damit haben wir das dritte Nest weg. Was finden wir denn diesmal? Wieder Ghoulblut, wieder diesen komischen Knochen oder das Mark. Wieder ein goldener Rubinring und eine Monsterklaue. Okay, damit haben wir auch dieses erfüllt. Wo gehen wir als nächstes hin?
würde ich sagen, als nächstes wäre, steht das hier, glaube ich, auf der Tagesordnung. Ja, und dann hier geht es hier unten weiter. Hier unten abklappern, dann hier nach oben weg. Was ist das eigentlich? Achso, das ist die Kräutertante. Was war das? Nicht erkundeter Ort. Nicht erkundeter Ort? Aha. Da haben wir auf jeden Fall schon. Und dann ist das das. Okay. Wir hatten gesagt, wir wollten als nächstes hier hin. Machen wir das. Dann haben wir das auf jeden Fall auch dann schon bald mal erfüllt. Ich bin ja mal gespannt, ob das... Achso, ein Hase. Ich wollte gerade schon sagen, was ist denn hier? Was läuft denn hier jetzt schon wieder rum? Da bin ich ja echt mal gespannt, wie es dann weitergeht, auch in der Hauptstory, weil viel ist ja jetzt hier auch nicht mehr in Fragezeichen. Okay, ein paar Sachen sind es noch, aber die sind jetzt auch relativ schnell erkundet. Aua. Ich trinke nochmal eine Schwalbe. Ich bin... was mich auch mal interessieren... Oh, scheiße, hier kommt man gar nicht rüber. Was mich auch mal interessieren würde, ist... ach du Scheiße. Ist, ob wir später auch noch irgendwie, zielt auf seine Augen! Aua, 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 aua. Boah, diese Schützen, ne? Unglaublich. So, da ist er hin. Was mich auch mal interessieren würde, ob wir später dann auch noch stärkere Schwalben und sowas machen können. Also diese stärkeren Tränke. Das wissen wir ja, weiß ich ja bisher auch noch nicht. So, haben wir wieder ganz viel Geld. Baumwolle. Und was hast du noch? Abgenutzter Lederbalk, rostiges Schwert. War das jetzt schon das Fragezeichen? Müssen wir mal eben kurz gucken. Ja, ich glaube, das war es hier schon, ne? Wir können ja nochmal unsere Sinne anmachen. Ne, das scheint es hier gewesen zu sein. Okay. Das war ja echt fix. Da haben wir ja echt nicht viel zu laufen gehabt. Nein, das wollte ich nicht. Gehst du bitte wieder rein? Ich glaube, das hier wäre jetzt das nächste. Dann da auf der Brücke, dann hier, dann da. Ja, machen wir. Und wir haben jetzt auch schon... Boah, was ist das hier dunkel? Ich bin gerade echt überlegen, ob ich vielleicht mal meditieren sollte. Aber... Nö, machen wir einfach eine Nachtwanderung. Was soll's? Hier können wir auf jeden Fall nichts wandern. Hier mal ein bisschen am Rand lang. Ich hoffe, wir sterben nicht. Geht's da runter? Nein, hier geht es nicht runter. Hier sollte ich auch definitiv nicht versuchen, runterzukommen. Ich versuche einfach, hier lang zu laufen, der Schlucht. Vielleicht kommen wir ja von hier aus da irgendwie hin. Hier vielleicht? Nö. Hm. Da könnte es runtergehen. Das sieht irgendwie interessant aus. Nee, aber auch nicht. Was ist denn hier los, liebe Freunde? Wie kommen wir denn da hin? Und wo sind wir hier überhaupt? Ach Moment, ist das hier, wo wir schon mal gewesen sind? Hui! Heiliger Hergesangsverein, ey. Warte mal. Ich muss nochmal auf die Karte gucken, sonst verliere ich hier ein bisschen den Überblick. Okay, so viel dazu. Wir sind ja noch ganz weit ab vom Schuss. Dann können wir auch zur Straße laufen und da eben drüber rennen. Und wieso habe ich eigentlich noch die Waffe in der Hand? Pack die mal weg. Die brauchen wir jetzt gerade nicht. Boah, ich mag das. So ein guter Nachtspaziergang macht echt Spaß.
Nee, zur Brücke gehen wir gleich. Ich finde das auch echt krass hier, dass es im Wald wirklich so extrem dunkel ist nachts. Wobei tagsüber ist ja im Wald auch nicht viel heller. Warte mal, wir müssen da weiter in die Richtung. Da ist irgendwas. Da ist auch irgendwas. Sind wieder Banditen, so wie es aussieht. Also Axt raus. Verdammt. Was? Hat er gerade durch den Baum geschossen, der Arsch? Ja, knall doch deine eigenen Leute ab. Auch schön. Komm schon. Hat's weh getan? Dann ist ja gut. Scheiße. Du bist tot. Okay. Holen wir uns erstmal hier die Bogenschützen. Beide erwischt. Hervorragend. Zwei Fliegen mit einer Klappe machen wir gerne. Floren. Wieder ein Rasiermesser. Da können wir uns demnächst wahrscheinlich selber mit rasieren. Öl und wieder ein rostiges Schwert. Sehr schön. So, was haben wir denn hier? Irgendwas muss hier noch sein. Da haben wir die Beute. Zerriebene Perle. Leder. Leder. Kleiner Cernobock-Runenstein. Stahlblech. Phosphor und Kronen. Sehr schön, damit haben wir das hier soweit auch abgeschlossen. Phosphor ist immer gut, da können wir auf jeden Fall dann auch neue Bomben wieder basteln. So, eben kurz gucken. Da oben haben wir jetzt alles. Das heißt, wir können uns hier zur Brücke aufmachen. Ab zur Brücke. Ja, wenn ich jetzt gerade im Moment nicht ganz so viel rede, dann ist das da, ich genieße gerade so ein bisschen die Atmosphäre. Und lass halt dieses, den Wind, oh Pilze, lass halt den Wind so ein bisschen rascheln hier. So, oh, Hasenversammlung auf der Brücke. Da haben wir doch schon mal was. Schmugglerversteck. Bärenzwell. Bärenfeldzwirn. Bärenzwell. Ey, was macht der denn da? Leere Flasche Silbererz. Fell eines weißen Wolfs. Genius-Essenz. Interessant. Okay. Zwirn-Lederbänder. Zwirn Mondscherbe und Zwirn Lederbänder. War es das alles oder gibt es hier auf der anderen Seite auch noch was? Da ist auf jeden Fall noch was zu plündern. Nägel Amethyststaub. Und hier? Nö, hier ist nichts mehr. Gut, dann haben wir dieses Fragezeichen auf jeden Fall auch schon wieder abgearbeitet. Und dann können wir uns zum nächsten aufmachen. Wo wäre denn das nächste? Was ist das hier eigentlich? Verlassene Städte. Die Leute waren wegen Monster oder Banditen gezwungen, diese Gegend zu verlassen. Sie kommen zurück, sobald die Gefahr gebannt ist. Okay, das heißt, wir müssen hier hin und da Monster töten, oder? Wie sehe ich das? Versuchen wir doch einfach mal unser Glück. Gucken, ob wir da irgendwie ein Monster finden oder was. Mittlerweile haben wir 23:02 Uhr. Das heißt, es müsste auf jeden Fall schon in ein paar Stunden wieder hell werden. Und dann haben wir auch wieder die ganze Nacht durchgemacht. Unglaublich. So, das ist hier die verlassene Stätte. Haben wir denn hier sonst irgendwas? Da können wir irgendwas einsammeln. Kandelaber. Und rostiges Brotmesser.
Ja, wenn mir jetzt noch einer sagt, wo hier die Monster... Entschuldigung. Wo hier die Monster sind, dann mache ich die auch weg. Damit die Leute wieder hierhin zurück können. Da hinten haben wir irgendwas. Ist das wieder ein Ort der Macht? Oder was ist das? Ach du Scheiße, das ist ein Bär! Leck mich am Arsch! Erstmal speichern. Spiel speichern. Bär! Stell dir da ein Bär hin, ist ja unglaublich. So, gespeichert ist. Sehr schön. Dann lass uns mal auf Bärenjagd gehen. Wieso, wie funktioniert da eigentlich die Armbrust noch? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Aua, aua, oh, haut der rein. Haut der rein, leckt mich am Arsch. Boah, leck mich, leck mich, leck mich. Oh, ich wusste es. Gut, dass wir gespeichert haben. Was zur Hölle? Hm. Letzten Spielstand laden, ja bitte. Heilige Scheiße, ey. Ist da einfach mal ein Bär. Und irgendwie haben wir an dem nicht wirklich viel Schaden gemacht. Finde ich jetzt nicht so toll. Oh, müssen wir noch mal gucken, ob wir ihn jetzt kriegen. Ein Ort der Macht. Bist du hässlich. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Ja, nö. Komm an, mach keine Bewegung, einfach nur zack. Sag mal, willst du mich verarschen? Da trifft er mich eigentlich immer? Das gibt's überhaupt nicht. Leck mich am Arsch, ey. Drecksbär. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, ja, ja. Ja, Mann, jetzt muss ich mich gerade an der Nase kratzen. So ein Kacke, ey. Da sollte ich echt aufpassen. Jawohl. Meine Herren, ey. Was hat er denn gedroppt? Rohes Fleisch, Bärenfell, Bärenfett. Finde ich gut. Damit haben wir den Bären auf jeden Fall getötet. Haben den auch ins Bestiarium eintragen können. Und da liegt noch irgendwas. Kavalleriestiefel. Und ansonsten haben wir hier, glaube ich, nur noch den Ort der Macht. Das wäre dann ja wieder ein Pünktchen, was wir verteilen können. Also, halten. Super, damit haben wir auch wieder einen Punkt für uns. Heißt erstmal aufleveln. Nein, ich will das nicht ausrüsten, ich will das erstmal aufleveln. Ich bin auch gerade am Überlegen, ob wir mal was rausnehmen sollten. Warte mal, was haben wir denn überhaupt drin? Ist das alles so sinnvoll? Erhöht den Überdosis-Schwellenwert von Tränken um 2%. 10% Wirkdauer. Auf Klingen angewandte Öle bewirken bei jedem Treffer 3% Chance, das Ziel zu vergiften. Öle haben wir ja im Moment eh nicht, ne? Jedes erlernte alchemistische Rezept der Stufe 1 erhöht die maximale eigene Vergiftung um 1%. Ich würde das mit den Ölen erstmal rausnehmen, weil im Moment haben wir ja noch keine Waffenöle produziert. So. Damit wir da mehr Schaden machen, setzen wir das da einfach mal ein. Das können wir dann ja später immer noch machen, wenn wir dann andere Mutagene gefunden haben, rote oder sowas. So, Quests, Weltkarte meine ich natürlich. Wo wollen wir denn als nächstes hin? Ich will eigentlich da nochmal zurück und dann eben da hoch. Weil irgendwas muss da doch noch sein. Es kann doch nicht sein, dass das Ding weiterhin weiß bleibt. Wir müssen in die Richtung. Und wir sollten vielleicht auch mal speichern. Weil wir den Bär ja geschafft haben. Nicht, dass wir jetzt unverhofft irgendwie sterben. Ich
versuche irgendwie gerade mal so ein bisschen mit unseren Sinnen irgendwie was herauszufinden. Da ist irgendwie ein Gegner. Ich gehe einfach mal auf den Gegner drauf zu. Was bist denn du? Ach, Ertrunkene, ist ja nett. Wisst ihr was, liebe Freunde? Ich speichere lieber mal nicht, dass mir hier noch irgendwie was passiert. So, Spiel speichern, den nehmen wir auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, hauen wir die mal um.